Guten Tag. Jetzt wieder Zeit für Metroid. Wir haben uns ge wir gestern oder irgendwann anders, je nachdem, wann ich hochlade, haben wir oder wann ihr es guckt, gestern oder so. Wir haben uns auf jeden Fall in der letzten Folge den geheimnisvollen Beam geholt, der noch nicht für diesen Anzug hier passt, und den Eisbeam, mit dem wir jetzt Gegner einfrieren können. Haben dann von einer Chozo-Statue den Auftrag gekriegt, geht mal zu Crate und haut ihn voll in die Fresse. Und wir haben auch an Wänden festhalten gekriegt. Jo. Sonst was Heroisches haben wir nicht gemacht. Reicht aber auch. Naja, wir haben noch ein paar Missiles geholt. Aber abgesehen davon nicht wirklich was. Kann man nochmal hier runter gehen, um sich wieder Missiles zu holen. Bin ich angefallen. Viecher abknallen. Leben auffüllen. Hier einmal wieder Raketen holen. Und dann hier wieder runter. Wie man das kriegt, keine Ahnung. Natürlich, dass da unten wegspringen. Ja, das geht aber nicht. Da muss man irgendwie Speed aufbauen und da habe ich keine Ahnung, wie man das machen soll. Oh, guck mal, speichern. Safe Stage. Einen gesafften Stat. Gesafte Stats sind immer gut. Halt die Fresse, du Idiot. Das könnte etwas dauern. Wir hatten es fast. So, jetzt haben wir ihn. Anders kriegt man den sowieso nicht. Das muss man so machen. Und so hätte man es auch in der letzten Folge mit den Raketen machen können, aber das hätte viel zu lange gedauert. So. Und hinab zu Crate. Zuerst wieder mal speichern und save staten, hä? Speichern, save state. Hier noch mehr Raketen holen. Ach, das ist so eine Freude. Vor allem, weil es nie das gleiche ist. Aber wirklich nie. Motiviert klinge. Blull. Denkt's euch weg. Ich finde das halt ein kleines bisschen langweilig, zum sechsten Mal durchzugehen. Aber früher oder später werde ich mich erfreuen, dieses Spiel noch einmal zu haben. Weil es wirklich eine Ikone ist. Eine Ikone der Metroid-Spieler. Der alten Metroid-Spieler. Heutzutage sind sie ja First-Person-Shooter. Person-Shooter. Da finde ich das alte Zeug hier trotzdem noch ziemlich geil. Kannst du nichts sagen und tust es trotzdem. Toll, den habe ich nicht erwischt. Doch, habe ich. Krass. Hätte ich nicht gedacht, als ich den kriege. So, jetzt schmeißen wir hier das Ding an. Jetzt kommt das hier. Jetzt kriegt man wieder einen Energy Tank.
Jetzt haben wir schon 3 Energy Tanks. Zur Speicherstation. Was da wieder heißt, Safe State. Ach ja, das ist so toll. Und ein Gegner. Da wurden wir gerade beim Endgegnerkampf von meinem Telefon gestört. Naja, kann man nichts machen. Toll. So. Und weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt lässt er das Wasser ansteigen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Toll, jetzt lässt das Wasser wieder ansteigen, der Idiot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier. So geht's auch. Haben wir zwar fast keine Raketen mehr, aber wir sind doch gut durch diesen Kampf durchgekommen. So. Als nächstes. Jetzt haben wir das Zeug angeschmissen. Jetzt können wir hier wieder runtergehen. Jetzt müssen wir wieder die Viecher hier umlatzen. Raketen wieder ein bisschen auffüllen. So. Weiter geht's. Ich speichere jetzt mal nicht. Ich mache einfach jetzt einfach nur ein Safe State, aber ihr wisst ja, dass da rechts, links der Speicherraum ist. Oh, toll. War das Vieh getroffen. Falls ihr euch fragt, warum ich da noch nicht durchgehe, das hat noch Zeit. Da ist momentan noch nichts für uns. Da brauchen wir erst die nächste Erweiterung, die wir erst kriegen, wenn wir den Endgegner besiegt haben. Also great. Och nein, Fat McBacke. Fat McBacke ist kacke. Davon gibt's aber so viel in diesem Spiel. Erst später, wenn man die Screw Attack hat, können einem die Viecher echt egal sein. Hey, wie kommt man denn da rüber? War ich noch nie. Hä? Huh. Ich hab keine Ahnung. Ha. Ja, mit Raketen geht's. Aber ich verschwende die Raketen so ungern für die Viecher. So, wieder ein Missile Container. So, und falls ihr euch fragt, wo wir lang müssen, hier unten, das ist Fake-Suppe, wie ihr seht. Hier kann man einfach so durch. Ohne dass irgendwas passiert. Wartet mal, mir juckt grad das Bein. So. Und hier durch. Und hier durch. Wieder ein paar von diesen Viechern.
Ach, was tut man nicht alles, wenn man dafür, dass man Raketen kriegt, hä? Dann muss ich jetzt diesen ganzen Weg hier zurücklegen. Diesen ganzen Weg hier. So. Spulen. So, jetzt haben wir die Raketen. Da kommt man sowieso noch nicht ran, also können wir gleich hier hochgehen. Also ich meine, wir kommen da rechts sowieso nicht lang. Voll spannend. Und das habe ich auch erst, glaube ich, 5000 Mal erwähnt, dass ich das schon so oft durchgespielt habe. Also kann ich es ja, glaube ich, noch 16.000 Mal sagen. Diese Zahlen waren frei erfunden und hatten keinerlei Bedeutung. Na gut, die Zahlen waren nicht erfunden, aber das ich diese Zahlen gerade genommen habe. Oh, Map! Create Kartendaten erhalten. Hier einmal durch. Hui. Nochmal durch. Hier lang. Oh, Putte machen. Putte machen. Was ist denn hier drüben? Ach, das ist hier, okay. Okay, wenn das da ist, dann können wir uns erstmal um. Toll. Toll. Echt super. Ein Missile-Container. Da kommt man ja dann wieder ganz nach oben. Ja, das ist richtig. Ja, da kommt man da lang. Okay. Dann hier wieder zurückgehen. Ach ja. Und die Folge beenden, weil es schon wieder sehr spät ist. Es ist so spät, ich muss ins Bett gehen. Es ist ja schon 2:45. Hier einfach durchgehen. Ja. So. Gute Nacht, Mami. Tschüssi.